Hallo und herzlich willkommen zu Der Jörg zockt und zu meinem allerersten Let's Play. Wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, mit Mittelerde Mordor Schatten. Das werde ich jetzt auch, denke ich, mal starten. So, gut. In dem Fall muss ich erstmal kurz mal hier den Fernseher einstellen, wie ich das am besten machen werde. Ja, das passt eigentlich so. Ja, dann legen wir hier mal los. Die verschiedenen Methoden gibt es hier auch noch. Display. Okay. Ja, aber egal, ich lege jetzt hier einfach mal los mit dem Story-Modus. Weil das Ziel generell meiner Let's Plays würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden, dass ich einfach wieder eine Platin mir kassiere. Da ich das auch grundsätzlich bei allen anderen Spielen eigentlich so mache, bis auf ein paar Ausnahmen, mit denen es eigentlich fast unmöglich ist, dies zu schaffen. Wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hat. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? So, der Einstieg liegt da schon mal vielversprechend. Und hier sind ja nicht die richtigen Tasten. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Ja, und schon war das nichts. Das auch nicht. Hart genug. So, so, dann geht's, was mir allerdings gerade auffällt, dass es ein bisschen träge ist. Vergiss nicht zu blocken. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders einstellen kann. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, die Hale. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Oder vielleicht ist es einfach nur auch generell ein Nerv, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Wie schon vorher auf jeden Fall erwähnt, ist es mein allererstes Let's Play. Und dann kann es doch gut durchaus passieren, dass ich hier ab und zu mal so ein, zwei Fehler mache. Wie zum Beispiel vorher schön in das Intro reingelabert. Ich setz mich auf! Ja, oder wie es gerade eben mal schon gelandet ist, zwischen Sequenz. Ja, ich muss die GPL 1 und ich bin das. Okay. Nicht schlecht. Okay, ich muss ja also noch nicht. Den Gegner kommt dann nicht mit dem 0. Also einfach so, den finnischen ist nicht drin. So, jetzt aber. Zack. Oh, geht doch eigentlich ganz gut hier. Eins kaufen. Wahrscheinlich den hier. Ich bin einfach so eingefangen.
Okay. Also ich denke mal, ich stelle mich hier gerade ein bisschen hoch an. So, ja doch, relativ. Wow. Okay, also einen anderen Waffen angelegen mit Abstechen. Also das hier ist gerade momentan gerade ein bisschen wenig und ich versuche mich hier gerade gewaltig zu konzentrieren. Ja, okay, oder so. Dann macht das halt mein Kumpel hier für mich. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uroks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Nette Stimme, muss man mal gerade hier so erwähnen, das als Sohn zu schleichen und deine Frau zu küssen. Ja, das am Strand mir doch der Glauben. Frag mich nur, was mich anstechen muss, aber Frau. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion! Deswegen. Sie sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Genau. Wir sollten wie Krieger, lass uns gehen. Ja. Toter Tag. Köstlich. Der nächste. Hier wird nicht gefaulenzt. So. Und weiter geht's. Ist noch einer? Anscheinend scheint es nicht zu registrieren, dass ich direkt hinter ihm stehe. Ein fataler Fehler. Da würde ich meinen Nachbarn ab zum Kiefertherapeuten. Orthopäden. Sorry. Prinzessin. Na klasse, das finde ich toll. Talion! Die schwarze Hand will ihn lebendig! Nimm sie mit! Nein, lass mich los! Talion! Er wird leben! Thank you.
bei dir, mein Sohn. Kurama Shirkush Ak Arush. Kantaba Kurisa. Eoret! Eoret! Wir werden zusammen sein, Geliebter! Bald! Für immer! Kurama Shirkush Ak Arush. Kantaba Kurisa. Komm zurück zu mir, Elbenherr. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Männer und aus. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen. Okay. Also ich muss echt mal so sagen, die Videos, genauso auch wie die Musik, sind relativ sehr gut gemacht, beziehungsweise einfach nur episch. Das mache ich mal einen guten Ansporn für alles weitere. Genau, ich habe ja schon mal vorhin erwähnt, dass ich hier ja, eigentlich alle Spiele versuche auf Platin zu kriegen. Das heißt aber immer nicht, dass ich alles überspringen werde. Genauso auch mich hier für die Story etc. nicht interessiere. Ja, R1 zu erneuern. Gut, das mache ich doch glatt mal. Das Erneuern von Schmiedeturm. Schon hier Erinnerung des Geistes frei. Okay. Jo, drücke X, um fortzufahren. Schalte neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Myriaden. Drücke zum Beenden, Kreis. Gut, das habe ich ja auch schon mal in einem Leitfaden, den ich sagen muss, den ich schon vorher mal gelesen habe. Geguckt, was ich denn alles so hier machen könnte, dass es am besten am schnellsten geht. Genauso diese versuche ich auch so umzusetzen. Die X-Kartoffel geht hier vorne. Also, ja, das ist ja einfach. Nimm dich vor den Schatten. Kann man seinen Anarchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Es kann sogar ganz gut sein, dass er den Fehler beheben kann. Oder auch nicht. Was ist das? Hat er zwei und fünf Minuten zu wechseln? Hat er eine R2 gedrückt, um einen Schuss anzuladen? Also ich muss hier gleich echt mal gucken, ob ich hier irgendwie die Steuerung einstellen kann. Also entweder bin ich einfach nur zu doof. Ja, vermutlich das. Von mir erwähnt zu doof. Das ist natürlich ein sehr nettes Feature. Ja, hab ich eigentlich gar gemacht, dass ich dran stehe. Ah, okay, so natürlich jetzt nicht. R1 und einfach mehrmals auf 4-4 hämmern. Ja, das krieg ich auch hin.
zu ihm. Zugriff 1 gedrückt, drücke es im Verhören X. Was weißt du über die schwarze Hand, Sauron? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ach noch! Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber. Tja, also dieses Feature hier, die Sprache hier von meinem Helden, klingt irgendwie für mich nach Mortal Kombat. Mit diesem Scorpion hier, dieses hier, come over here. So ungefähr zumindest. Scheint für so unsere Armee, sie erscheint die Alschäne, ihre Identität noch nicht kennst, drücke ich sie vor zu warnen. Na gut, auswählen kann ich hier nichts. Ja, dann nehme ich einfach diesen hier. Wenn du Feinde verhörst, erfährst wertvolle Informationen über diese Hauptmänner, drücke X, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Tja, dann. Gimub, der Sklaventreiber. Bitte du also über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Altgediener Hauptmann Macht 3. Genau darüber habe ich auch schon mal was gelesen. Genau. Ziel befindet sich hier, Hauptauftrag. Das heißt, ja. Den kann ich, glaube ich, nur endgültig besiegen, wenn ich den Hauptauftrag abgeschlossen habe. Dann bleibt der auch tot. Andernfalls steht er jedes Mal wieder auf, obwohl ich den theoretisch gesehen jedes Mal töten könnte. Bis zum der Abschluss der Mission, wie gesagt. Genau, ja, drücke ich sofort vorne. Ja, dann drücke ich so ein Ziel zu markieren. Jo. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Wohl wahr. Gut, Einführung Aufträge. Ja genau, die muss ich in dem Fall auch alle abschließen. Das ist nämlich hier so eine Sammeltrophy. Weiße Symbole, Rot, Gold, okay. Ja, das ist eigentlich alles ganz einleuchtend. Stehen 2 Hauptaufträge zur Verfügung, Sklaventreiber. Rette den Menschen den Mörder und finde die schwarzen Hauptmänner. Dieses muss ich, soweit ich es noch weiß, auch generell eben machen, dass ich hier die irgendwie haben, die so eine weiße Faust über dem Kopf. Und mit diesen dann, wenn ich die befreit habe, geben die mir neue Missionen, die ich dann, ich glaube, 25 Mal für eine Trophy machen muss. Geist vom Mörder, auf einmal über die Gesellschaft der Uruk. Okay, ja. So, wunderbar. Ach, da ist ja auch schon die erste Trophy. Die Welt hat sich verändert. Die wird dann definitiv Story-related sein, beziehungsweise als abgeschlossene Tutorial. Das hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. So, genau, das ist alles die ganze Armee. Jetzt gucke ich mal, wie gesagt, was war nach wegen der Steuerung. Kontrollerbelebung, die passt eigentlich. Ah. Zielgenauigkeit. Ja, ich nehme mal an, wenn ich sie höher mache, müsste das Ganze schneller gehen. Zielen, invertieren, nein. Sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. Empfindlichkeit, ja, das dürfte nicht passen. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Was? Wenn wir, ja, die wir halten, danke. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. So, gucken wir nur mal kurz. Wie komme ich denn jetzt hier in die Karte? Ist nur was. Oh, da hat sich jetzt gerade wieder was Neues freigeschalten. Ah, Redback der Feigling, okay. L2 Karte. Ah! Ja gut. Oder natürlich dann so. Gut, aber bevor ich jetzt dann hier so gesehen, dann jetzt hier nach dem Tutorial richtig einsteige, mache ich hier kurz mal einen Break. Und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge dann nochmal ein oder wieder. Und ja.
man sieht dich dann, haut rein und bis die Tage.